Servus und hallo zu Larry. Weiter geht's, wir basteln den Cocktail des Jahrhunderts. Jetzt machen wir erstmal hier wieder die Tür zu. Und ja, wir müssten alle Zutaten eigentlich haben für den Cocktail. Wir haben Orangengeschmack. Wir haben gefrorenes Zeugs, wir haben eine gelbe Flüssigkeit, wir haben eine grüne Flüssigkeit, wir haben was, dass das Ding leuchtet und wir haben Alkohol. Let's go! Wunderbar, ein Tiki-Twister wie aus dem Lehrbuch. Wir wollen aber nicht vergessen, was da alles drin ist, ja? Und du lässt auch niemanden davon trinken? Natürlich nicht, aber wenn Becky... Nein! Ist ja gut. So. So. Becky, Prost. Ich habe hier einen selfie-tauglichen Cocktail für dich. Supi! Moment! Von dir nehme ich keine Drinks mehr. Den hat der Barkeeper gemischt. Okay, dann ist ja gut. Aber trink besser nicht so viel davon. Der ist nur für frische Selfies. Ich kann sogar am Strohhalm saugen, ohne zu schlucken. Ich warne dich. Was denn? Dann kann ich einen Punkt mehr bei Gulp geben. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Nein! Hab ich doch gerade. Ich muss jetzt woanders influenzen. Okay. Ja, perfekt eigentlich. War's das jetzt? Verlassen wir die Szene und gehen wir mal zurück, ob sie schon kotzt. Nö. Okay, was haben wir zu tun? Tutu? Boot lokalisieren. Hotelbuffet komplett vegan. Heißt, die Sau muss weg. Okay, Ja? Ja? Du ich gehe dann mir nichts Neues sagen. Ventilator. Das ist gut so, wie es ist. Was habe ich alles erledigt hier? Was es mit dem Vogelbild auf sich hat, das weiß ich nicht. Das hängt da gut. Was für ein niedlicher Piephahn. Das hilft mir nicht. Was bringt der Ventilator hier eigentlich? Dass der hier auf Tornado-Stufe läuft. Dann schauen wir was mal. Was bringt der? Drehgeschwindigkeit. Okay, hier haben wir Plus. Und hier haben wir auch Plus. Es müsste ja eigentlich gehen. Was? Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Ja,
Was gehört denn da rein? Was passiert, wenn jetzt? Passiert erstmal nichts. Stecker. Besser nicht. Was kann man da reinmachen? Ah. Moment mal. Okay, das bringt jetzt nichts. Aber zum Thema Tiergefährdung haben wir. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Warum nicht? Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt mir noch die Hand ab. Ihr habt nur immer einen Alkohol. Das könnte es beruhigen, aber ich bekomme es ihm nicht eingeflößt. Habe ich einen Trichter oder sowas? Das lässt sich nicht kombinieren. Das ist gut so wie. Ich nehme einen mit. Welcher? Okay, Alkohol brauchen wir für die Sau. Und irgendwas. Dann schauen wir mal. Muss ich hier nochmal. Was bringt man das, dass ich den Stecker darunter machen kann? Hier und hier. Minus, minus. Let's go. Da ist irgendwo was falsch abgebogen. Ah, hier. Passiert jetzt erstmal nichts. Ist auf. Was ist da? Das hat nichts gebracht. Es geht dahin. Hab ich doch. Blau geht dahin. Hier rauf. Hier runter. Blau. Minus. Minus. Ah, hier. Go. Aber es passiert halt nichts. Okay, jetzt müsste sie quasi langsam drehen. Eingeflößt. Nein. Okay. Aber warte mal. Kann man hier den Äpfelstutzen abmachen? Meine Hand will ich nicht entsaften. Ungünstig. Hey, ich bin da! Ich bin immer noch da! Hörst du schlecht oder ich? Kannst du damit mal aufhören? Ich ignoriere das jetzt einfach. Nee. Das höre ich gar nicht mehr.
Verding dich doch selbst. Klingel dich doch selbst. Okay, bringt nichts. Wir hätten gern wahnsinnig gemacht, aber... Nochmal mit der Picky. Wie gefällt's? Ganz okay. Ist schon etwas oldschool, aber ich mag... Ey, wenn hier wenigstens eine Yacht rumsteht. Ich hab extra trainiert, aber das Hotel hier, ey, hat es auch verdient. Wie gefällt's? Ganz okay. Ist schon etwas... Ey, wenn hier wenigstens... Ich hab extra trainiert, aber das Hotel hier, ey, dem habe ich eine ultraschwache Bewertung auf... Hat es auch verdient. Warum ultraschwache Bewertung? Müsste jetzt schon 4 Sterne haben. Ich muss jetzt nur die Sauna wegbringen. Bist du gesund? Was hast du für Drinks? Ich bin dann mal weg. Ich gehe. Wir sind alle gar nicht. Nein. Bis spät. Möge. Da haben wir nichts. Gut. Sollen wir mal zur Müllsammlerin gehen? Irgendwie. Mit wem kann ich denn nur sprechen? Da hinten war ich dabei. Der schwitzt vor sich hin. Da gibt's nichts. Muss ich mit ihr sprechen? Ich muss los. Brauche ich nicht. Ich weiß, auf welchem Planeten. Das wirkt oft anders. Die muss ich von hier erstmal wegbringen. Pi? Ja? Pi, hilf mir mal. Wenn du trinkst... Larry, das ist ungefähr so, als würde ich dich fragen, wie eine Frau beschaffen sein muss, mit der du nicht schlafen willst. Oh, das ist ganz leicht. Wenn sie... Du solltest jetzt nicht weiterreden. Der schwitzt immer nur ab. Das würde ihm nicht gefallen. Oh doch, würde es. Ich weiß schon wieder nicht mehr weiter. Wie bringe ich die Sau weg? Ich habe ganz ekelhaftes Zeugs. Das hilft mir nicht. Muss ich den Alkohol hier irgendwie... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Oh doch, tun sie. Das hilft mir. Alkohol einflößen. Gute Idee, aber... Das Schwein ist komplett überdreht. Das fasse ich nicht an. Andere Teppiche sind flauschiger. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich brauche irgendwas, dass ich dem Schwein da Alkohol einflößen kann. Wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht, aber... Und ich brauche irgendwas, dass ich Tiere gefährde. Bis später. Möge das... Dank? Hilf mir mal. Nein. Ja, whatever. Becky? Ich muss... Nein. Übrigens, hier? Wer guckt denn da durch die Pa... Sie sind über... Ich bin... Ich... Wir sind... Okay.
spielt, like. So siehst du auch aus. Hey, ich hatte heute schon Sex. Behaupte ich auch immer. Für ein. Bei der Bullenhitze hier schon. Keiner hier weiß, wie man die Klimaanlage. Da muss ich mir halt. Ich muss weg. Okay. Dann schauen wir mal. Sagen wir mal nett und machen wir den wieder kühl. Klimaanlage kühl. Hier rauf. Ich brauche zweimal plus. Hierher. Ah, stopp. Das war gar nicht die Klimaanlage. Hierher. Auf plus. Und hierher auf minus. Let's go. Ich brauche irgendwo einen Schraubenzieher. So. Kann mit dem jetzt irgendwie was anderes sprechen? Gefällt. So, wirklich eine. Ich muss weg. Damit bin ich vorerst fertig. Hm. Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken, aber es ist. Wie bekommen wir denn ihm hier weg? Sieht stabil aus. In der Vitrine ist ein goldener Stein. Sieht aus wie die Spitze von. Auf der Plakette steht ein mysteriöser, einige Jahrhunderte alter Liebeshut mit einem unbekannten Zweck. Aus dem Nachlass von Reginald Cock. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der sagenumwobenen Höhle des kosmischen Wissens, die sich im Archiv. Dort befinden sich der Legende nach unermessliche Reichtümer. Wer sie betritt. Okay. Kann irgendwem irgendwas geben. Vielleicht der Influencerin den Ventilator. Nö. Und dann wäre es weg. Also, nein. Und dann wäre es weg. Wollen wir mal schauen, ob er den Satz immer sagt. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist irgendwie so eine Folge für umsonst, ne? Gehen wir mal raus. Das ist gut, so wie es. Kann ich hier irgendwas. Das hilft mir nicht. Nein. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Dafür müsste ich über die Schlucht kommen. Ein Prachtexemplar von. So.
Klomann bringt uns auch nichts. Heiße Quelle. Ich muss los. Nein. Was macht denn Sinn, was man in so eine heiße Quelle schmeißt? Das ist gut so wie... Wenig bis nix. Das hilft mir nicht. Für heute habe ich wirklich genug gepinkelt. Na, das wäre mir... Es muss doch nicht jeder zugucken. No. Hallo? Dann störe ich. Du klingst schon ganz weit. Na, der ist außerhalb meiner Reichweite. Besser nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, das werfe ich. Da steht, wirf ein Geldstück rein. Hübsche. Okay. Nein, am Ende. Kann man umwerfen? Ja, wollte ja. Ja, ich weiß nicht weiter. Ich mach mal. Ich beende mal die Aufnahme, da kommt jetzt nichts mehr. Muss vielleicht das